seien a mit Koordinate 3, 2, 1 und b mit Koordinate 0, 5, 3 in einem orthonormierten Bezugssystem O, E1, E2, E3 des Raumes. Klein a zeichnet die Gerade AB. Klein b gehört der Punkt P mit Koordinate 3, 5, 4 zur Geraden AB. Klein c schreibe kartesische Gleichungen der Koordinatenachsen. Und klein d berechne die Koordinate des Einstichspunktes S der Geraden AB in die Ebene OXY. Wir zeichnen zuerst ein Bezugssystem des Raumes, es soll orthonormiert sein, und jetzt zeichnen wir die Punkte A und B. Der Punkt A befindet sich hier, denn seine Koordinate ist ja 3, 2, 1. Der Punkt B befindet sich hier, seine Koordinate ist ja 0, 5, 3. Um die Gerade AB zu zeichnen, brauchen wir jetzt nur noch diese zwei Punkte zu verbinden und fertig. Kommen wir zu klein b. Um zu erkennen, ob dieser Punkt P zur Geraden AB gehört, werden wir kartesische Gleichungen dieser Geraden erstellen und dann überprüfen, ob die Koordinate vom Punkt P diese kartesische Gleichungen von AB erfüllt. Wir wissen, dass A diese Koordinate hat und B diese Koordinate hat. Wir wissen auch, dass der Vektor AB geschrieben werden kann in diese Form, OB minus OA. Was also bedeutet, dass die Koordinate vom Vektor AB die Koordinate von B minus die Koordinate von A ist. Also Koordinate von AB, das ist 0, minus 3, das heißt minus 3, 5, minus 2, das heißt 3, 3, minus 1, das heißt 2. Dieser Vektor AB ist Richtungsvektor der Geraden AB. Jetzt brauchen wir noch einen Punkt dieser Geraden, nehmen wir zum Beispiel den Punkt A. So können wir sehr schnell kartesische Gleichungen der Geraden AB erstellen. Wir schreiben immer, x minus auf ist y minus auf ist z minus auf. Hinter den drei Minuszeichen setzen wir die Koordinate von einem Punkt der Geraden, hier vom Punkt A. Und die Nenner, die kommen aus der Koordinate von einem Richtungsvektor. Hier also minus 3, 3, 2. Die Gleichheit der zwei ersten Brüche führt zu dieser kartesischen Gleichung der Geraden AB und die Gleichheit vom zweiten und vom dritten Bruch führt zu dieser kartesischen Gleichung der Geraden AB. Das sind also kartesische Gleichungen der Geraden AB. Der Punkt P gehört zu dieser Geraden AB dann und genau dann, wenn seine Koordinate beide kartesische Gleichungen von AB erfüllen. Aber die Koordinate von P, die erfüllt noch nicht mal die erste Gleichung, demzufolge kann der Punkt P nicht Element der Geraden AB sein. Wenn man den Punkt genau einzeichnet, dann ist das in der Zeichnung auch deutlich zu erkennen. Kommen wir jetzt zu klein c. Wir suchen kartesische Gleichungen der Koordinatenachsen, beginnen wir mit der x-Achse. Diese x-Achse kann beschrieben werden als Schnittgeraden von diesen zwei Ebenen. Sie hat also als kartesische Gleichungen y gleich 0 und z gleich 0, also so. Die y-Achse kann beschrieben werden als Schnittmenge von diesen zwei Ebenen, also hat die y-Achse als kartesische Gleichungen x gleich 0 und z gleich 0, das heißt so. Und die z-Achse kann beschrieben werden als Schnitt von diesen zwei Ebenen, also hat die z-Achse als kartesische Gleichungen y gleich 0 und x gleich 0,
Also so. Klein c ist erledigt. Kommen wir jetzt zu klein d. Der Einstichpunkt der Geraden AB in diese Ebene OXY, das ist der Punkt, der auf dieser Geraden AB liegt, der also diese kartesische Gleichungen erfüllt und dessen Lot z 0 sein muss. Z gleich 0 ist die kartesische Gleichung dieser Ebene OXY. Also der Einstichpunkt, den wir suchen, der muss dieses Gleichungssystem erfüllen. Er liegt auf der Geraden AB, also erfüllt er kartesische Gleichungen von AB. Und er liegt in der Ebene XOY, also muss sein Lot 0 sein. Wenn Z 0 ist, dann können wir in der zweiten Gleichung Z durch 0 ersetzen. Die zweite Gleichung führt dann zu Y gleich 1/2. Und wenn y 1/2 ist, dann führt die erste Gleichung zu x gleich 9/2. Da ist sie auch schon, die Koordinate von diesem Einstichpunkt. Diesen Punkt zeichnen wir hier noch ein. Das ist also der Einstichpunkt von der Geraden AB in die Ebene xOy.